Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal ein ganz kurzes Video. Und zwar zeige ich euch heute, wie ich die Buschbox mit Gas betreiben kann. Bleibt dran, wenn ihr Lust habt. So, letztens habe ich mir überlegt, weil ich mir das Trangia Sturmkocher-Set hier besorgt habe. Und trotzdem, vorher habe ich lange überlegt, ich bräuchte irgendwie ein System, das alles kann. Also ich habe ja verschiedene Gaskocher, also die können halt mit Gas kochen, logisch. Ich habe Hobos, die machen mit Feuer, ein Trangia-System und für Brennpaste und so weiter. Aber alles ist halt einzeln oder mehr oder weniger, bis auf die Buschbox hier, da kann man halt auch einen Trangia nehmen oder beim WTP Outdoor Hobo. Das geht auch. Aber irgendwie, wie gesagt, nur Trangia und Holz ist halt nicht für mich das Optimum gewesen. Ich habe mir gedacht, Gas wäre natürlich auch super. Gaskocher, habe ich ja schon erwähnt, habe ich ja verschiedene. Aber das eine System ist dann so groß von Primus wie jetzt hier das. Und du kannst eben nur Gas verwenden. Auch nicht zufriedenstellend. Beim Jetboil ist es eben so, da kannst du nur Wasser kochen. Auch nicht zufriedenstellend. Und dann ist mir die Idee gekommen. Und zwar habe ich einen kleinen Gaskocher, der passt genau hier in die Buschbox hinein. So, das ist dieser Gaskocher, das ist von Adapt jetzt die Version und das ist dafür gedacht, dass man das in den Trangia hineinsetzen kann. Wie man sieht, passt ja auch wunderbar. Und da der Trangia ja genormt ist bei den anderen Kochern, beziehungsweise die Kocher auf dem Trangia genormt, passt das Dingens auch genau hier rein. So, jetzt kann man eben wunderbar sehen, dass der genau da drauf sitzt. Auf den zwei Schienen, die eben für den Trangia gedacht sind. Und der passt perfekt da rein. Und der Schlauch, den kann man hier einfach da rausführen zu der Gaskartusche. So, hier ist Topfhalterung. Kommen noch die Zeltheringe rein. So, und anzünden kann man das Ganze leicht von der Seite hier. Geht wunderbar. Und schwuppsdiwupps. Hat man einen Hobo mit Gas. So, ich habe das auch schon mal ausprobiert, so ein kleiner Topf mit ungefähr 200 oder 300 Milliliter, der kocht in 2 Minuten, das funktioniert wunderbar. Und jetzt kann sich natürlich der ein oder andere die Frage stellen, wieso überhaupt der ganze Schmarrn, ich habe einen Hobo, ey, wieso jetzt mit Gas? Naja, ganz einfach, das ist für mich kein Schmarrn, ich habe immer nach einer Lösung gesucht, wo ich ein Gas, also ein Gerät quasi, wo ich Gas benutzen kann, das aber windgeschützt ist. Als Alternative dann eben Trangia, Brennpaste oder wenn nichts von dem vorhanden ist, dann einfach auf Holz umsteigen kann. Und das ist gar nicht so einfach, da was Richtiges zu finden. Wie gesagt, das eine kann für Gas super, das andere für Trangia und Hobo, also Feuer und so weiter und so fort. Bin irgendwie auf nichts gekommen, wollte auch keinen Windschutz mitnehmen extra und so weiter. Und dann ist mir das so eingefallen und wie ihr gesehen habt, funktioniert ja super. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt die ganze Zeit benutzen werde, aber ich finde es cool, dass es funktioniert. Und das System, dieser Kocher da, ist von Adapt. Es gibt auch von Primus, der ist ein bisschen teurer. Müsst ihr mal schauen, wenn ihr Interesse habt. Entweder unten bei meiner Infobox die Links oder einfach so im Internet. Da könnt ihr googeln nach Trangia Gasbrenner. Genau, also dann, war schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und Spaß gemacht. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier draußen im Wald. Macht es gut, servus, ciao.